kein Haus wie jedes andere. Sein Besitzer, Marius Diab, hat nach Jahren in der Stadt eines Tages keine Lust mehr auf Shopping in München. Ja, grüß dich, Marius. Er steigt aus, er steigt um und taucht ein in ein Leben im Rundzelt. Als ich in München gewohnt habe, bin ich vor über 3 Jahren in einen Konsumstreik getreten und habe wirklich nur noch von dem gelebt, was andere wegwerfen. Um zu zeigen, hey, ich kann von dem, was ihr wegwerft, sehr gut leben. Nach demselben Prinzip baut er sein Zelt, nach Art der Mongolen. Als Teil seiner Diplomarbeit an der Kunstakademie. Die Baustoffe, gebraucht und umsonst. Für den Bau der Jurte habe ich keinen Cent ausgegeben, das ist alles Recyclingmaterial. Diese Bodenplatten, das sind alte Werbetafeln. Und auch die Plastikplanen, die hier außenrum um die Jurte sind, das sind auch Werbebanner von der Messe. Der Lichtring und der Türrahmen, das waren mal Hochbetten in einem Hostel. Zurück in die Stadt will Marius nicht. Der 27-Jährige kann sich vorstellen, für immer in einer Jurte zu leben.